Wir müssen auf 100% erneuerbare Energie in Energie, im Strombedarf und im Wärmebedarf kommen. Und das in aller spätestens 10 Jahren. Und genau dafür stehen wir als Radikal Klima. Ich bin Sophie, ich bin seit Januar hier dabei im Gründungsvorhaben von Radikal Klima. Ich bin im Kernteam mit dabei, war von Anfang an mit dabei. Ich bin Teil des Kernteams und des Herzteams, also der Leute, die so ein bisschen Fans zusammenhalten und Team strukturieren. Ich habe die AG Kommunikation aufgebaut und habe mich in der AG Inhalte mit eingebracht und habe die mit koordiniert. Und das ist die AG, wo wir unser politisches Grundsatzprogramm entwerfen und unseren Klimaplan für Berlin, um halt Berlin bis 2030 klimaneutral zu machen. Das Social Media Team da vorne, der ganze Tisch, leistet gerade gute Arbeit. Bitte unterstützt mit Likes, Teilen und so weiter. Kassenprüfung ist mein Amt, wofür ich kandidiere. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir hier in erster Linie auch erstmal Klimagerechtigkeitsbewegung sind und in zweiter Linie sind wir Partei. Das ist für uns persönlich, da schlägt unser Herz, da kommt unser Blut her. Wenn mich jemand letzten Herbst gefragt hätte, ob ich eine Partei gründen möchte oder in die Politik gehen würde, hätte ich den Vogel gezeigt. Noch dazu gibt es natürlich unglaublich viele Events und Aktionen, die wir in dem nächsten Jahr planen werden und durchführen müssen. Denn nur so können wir das Ziel von 85.000 bis 100.000 WählerInnen, die uns hoffentlich im nächsten Jahr wählen, schaffen. Also das Radikal, das bezieht sich in unserem Namen auf den eigentlichen lateinischen Wortursprung Radix, also Wurzel. Wir wollen das Problem bei der Wurzel fassen und wollen sozusagen Maßnahmen aufsetzen, deswegen auch parallel unser Klimaplan, in dem wir zusammen mit ExpertInnen und WissenschaftlerInnen arbeiten. Eine Voraussetzung dafür ist, dass wir auf tierische Nahrungsmittel verzichten. Das liegt daran, dass wir heute auf 80% der landwirtschaftlichen Fläche Tiere produzieren, die aber nur 18% unserer Kalorien liefern. Die 1,5-Grad-Zielgrenze von Paris wird spätestens 2031/32 gerissen sein. Wenn wir heute Business as usual weitermachen, wird es 2050, das sind meine Enkel im heiratsfähigen Alter, wird es 2050 diese menschliche Zivilisation nicht mehr geben. But the big takeaway from this is that you see, you can see the size of Germany in this picture, no? So it's really straightforward that a country like Germany and a city, of course, as Berlin, has a responsibility, a historical responsibility to reach carbon neutrality sooner in comparison to the global south. Wir protestieren auf der Straße, weil wir die Machtfrage stellen. Wer entscheidet hier über wen? Wieso haben wir kein Mitspracherecht? Wieso sind Menschen aus dem globalen Süden und Frauen in Klimakonferenzen strukturell unterrepräsentiert? Aber es geht heute auch gar nicht darum, Fridays for Future von eurer Partei zu überzeugen, sondern reale Emissionsreduktionen sozial gerecht umzusetzen und globale Verantwortung zu übernehmen. Ihr könnt uns zeigen, wie Klimagerechtigkeit in die Regierung einzieht. Doch allein der Name schützt euch nicht vor harter Prüfung. Lasst den Namen Programm sein. Versteht euch als Teil der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung, wo wir uns alle gemeinsam unterstützen. 2050 ist zu spät. 2040 ist zu spät. 2035 ist zu spät. 2030 reicht vielleicht. Es reicht vielleicht. Aber es reicht auch nur, wenn wir sofort anfangen, radikal die Emissionen zu senken. Wir dürfen dieses 1,5-Grad-Moment nicht aufgeben und der Grund, den haben wir gerade gehört, das ist mindestens die globale Klimagerechtigkeit. Mindestens. Aber auch lokal. Den Bauern, den Bäuerinnen in Brandenburg, denen ihre Felder vertrocknen bei unter 2 Grad schon, denen will ich nicht ins Gesicht blicken und sagen, naja, ihr wart uns halt nicht wichtig genug. Die älteren Menschen, die vorerkrankten Menschen, die sterben, hier in Berlin an den Hitzewellen, heute waren 36 Grad, Alter, das ist doch krank, ja? Die hier sterben an den Hitzewellen und an der Luftverschmutzung, denen will ich nicht ins Gesicht gucken und sagen, ja, Entschuldigung, naja, aber wir wollten halt Wirtschaftswachstum. Damit ist Radikal Klima ganz offiziell gegründet.